Hohoho! Hier ist mal wieder Alex, ein neues Desura-Game am Start. Xunotic heißt das Ganze. Hat einen schönen Falken als Wappentier, wie auch immer, im Hintergrund. So, wir sind Welcome on. Und ja, da kann man sich hier gleich mal einen ordentlich geilen Namen raussuchen. Und ich sag einfach, ich bin der Atmok. Wie auch schon immer gewesen. Und da machen wir uns einfach mal so einen richtig geilen Namen hier. Würde ich sagen. Wie kann man das ja? So, Ad. Jetzt brauchen wir noch ein M. Richtig geiles M, wie kann man das machen? Nämlich dieses Schlechteile. Oh komm, wo ist denn der andere? Komm, willst du mich doch verarschen, dass ich ja gegen zweiten doch da. Sieht auch ein bisschen scheiße aus jetzt. Gut, dann machen wir das so. Dann so. Dann den Alienkopf oder. Hier ist ein Alienkopf, machen wir den mal. Ad und noch C. Atmok. Ein ordentlich geiles C. Geht schon bei der Namenswahl, es dauert das schon lange hier. Machen wir das. Atmok. Oh, sieht mir lustig aus, aber wir sind einfach so. Allow player statistic to use your nickname. Ja, machen wir einfach mal. Save settings. Wir spielen in der 0.7.0 Variante. Kann man jetzt Einzelspieler und Mehrspieler spielen? Einfach mal Einzelspieler. Einstellungen kann man jetzt. Muss ich jetzt mir noch die Steuerung mal kurz reinziehen? Einfach nur WASD, Enter, Space, Shift. Ja, haut hin. Ist nicht viel. So, dann denke ich mir einfach mal Deathmatch Drain. Sieht lustig aus. Also es macht einen Eindruck, als ob es irgendein Shooter, irgendwas ähnliches Arena-Teil ist oder so. Und auf jeden Fall irgendwas, was mit einer Arena zu tun hat. Wenn jetzt schon Shoot da stand, denke ich mal, ne? Das was damit zu tun haben. Oh. Press jump to enter. Sieht lustig aus. Jetzt kann ich hier irgendwie dran schießen. Was habe ich denn hier für eine geile Waffe, Alter? Also irgendwas Space Optic Guess. Ich habe hier irgendwie Special Attack. Sehr schnell zu hier. Ich laufe jetzt einfach mal hier mal ein bisschen rum. Jetzt haben wir den hier rein. Unten ist noch was. So, was haben wir hier? Oh, jetzt habe ich noch einen anderen. Oh, das war ein Teleporter. Alter, geht das hier ab. Hey, hey, hey. Das geht einfach mal scheiß rasant hier. Ich drehe mal den Sound. Bisschen leiser. Ich camp jetzt hier einfach mal. Enterhaken ist nicht available. Finde ich ja geil. Ist lustig. Hier sage ich euch auf jeden Fall. Es geht rasend. Jetzt holen wir hier mal so. Boah, als jede Waffe ist hier irgendwie anders. Triple kill. Triple kill, yeah. Triple fuck. Frack stand da nicht, fuck. So, jetzt haben wir ja. Oh. Three frags left. Rage. Rage. Rage mode.
irgendwelche Granatenteile. Ich drehe mal noch ein bisschen runter. So. Das ganze Match, ach, hier wird so viel angezeigt. Man hat eine Map oben links, unten, die ganzen Leben und so, die heilen sich alle wieder. Hier. Dann. Jetzt habe ich Tabelle hier mit Tab. Da hat man gerade 5 Kills, aber nur 5 Punkte. So, es wird auf Train gespielt. Bis 10 Punkte. Ah, der Eureka hat gewonnen gehabt. Auf jeden Fall sehr rasant hier. Aber man kann ja nicht irgendwie schnell rennen oder so. Man muss ja einfach laufen. Schnell rennen geht nicht. Es gibt hier nur Ducken. Jo, hab ich den gesniped oder was? Habe ich noch eine Shotgun? Bist du alle down gemacht? Oh, jetzt wurde ich von Gator getötet. So. Also auf jeden Fall. Geht das hier ab? Jetzt gehen wir erstmal wieder rum und schauen mal, was hier. Also es geht hier auf jeden Fall in Deathmatch alle gegen alle. Man muss hier einfach drauf gehen, um den Punkt zu kriegen. Triple kill. Man kriegt da irgendwie so schnell Kills. Also, das ist ein normaler Spiel. Dem Ding, man hat hier wirklich, ich habe jetzt hier 4 verschiedene Waffen mit, jetzt kann ich mir hier noch die holen, 4 verschiedene, jetzt kann ich noch die hier, das ist auch eine Schöpfe. Flammenwerfer, Schießteil. So, dann gibt es überall Rüstung, die rumliegt. Und solche Health-Pots-Dinger hier. Also, man muss von der nämlich durchschauen. Oh, das sind die. Das war jetzt mein Enterhaken. Wird auf Drain gespielt für 10 Punkte. Und ich hatte die 10 Punkte. Das finde ich ja geil. Gut. Ich denke auch mal, dass das reichen sollte auf dieser Map. Also ein Arena-Spiel, ein sehr rasantes. Jetzt habe ich hier den Charakter mal gesehen. Vielleicht mal schauen, ob ich irgendwo den Charakter irgendwie. Oh, jetzt sind wir hier in einer neuen Map. Also machen wir erstmal hier. Okay, jetzt haben wir erstmal ein bisschen was. Was haben wir hier? Meine Waffe. Jo, Elektro heißt die. Rüstung. Na, wo sind denn meine ganzen Gegner? Da haben wir hier eine neue Waffe. Sieht aus wie eine Sniper. Oh, das ist auch. Das ist ein richtig langer Lauf hier. Hier kommt so mal ein Close-Code. Sehr viel Konzentration. Das Spiel hier.
geht so rasant, also man kann hier nicht irgendwie sagen, ja, ich habe hier 10 Kills Vorsprung. So, man muss hier wirklich aufpassen, dass man vorne bleibt. Ich bin dort gerade mal der zweitbeste in meinem Team. Deswegen hier. Ja, Control. So, jetzt habe ich ja. Was haben wir noch? Wir haben nur noch die zwei Shotguns. Ich glaube, dann holen wir uns mal eine neue Waffe. Rennen wir hier irgendwo rum. Hier irgendwo liegen die Teile doch. Da oben? Nö. Da drüben? Hier ist ein geiler Panzer. Hier ist ein Panzer. Hier hinten ist ein. Na, wo sind sie denn? Jetzt sind sie auf einmal wieder nicht da, oder was? So. Ja, auch. Gehen richtig vorn. Das ist die Angst vor, wie die. Weil die alle so schnell rennen, kann man auch nicht irgendwie stehen bleiben, wenn jemand anvisiert. Hier auch mit rennen und immer in die Menge feuern, wenn man überhaupt was trifft, wenn man mal was treffen sollte. Und da bringt hier eine Sniper in der Map nicht so richtig Spaß. Ja, no scope. Eureka.